Es gibt eine einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die ich liebe und sehr gerne schaue bzw. geschaut habe. Und das ist Die Höhle der Löwen. Der deutsche Ableger von Dragon's Den bzw. Shark Tank, wie es in Großbritannien oder in Amerika heißt. In der Sendung ist es so, da sitzen ganz reiche Investoren und du kannst als Startup-Unternehmen, als frisch gegründetes Unternehmen, kannst du da hingehen, denen dein Unternehmen vorstellen und dir ein Investment von denen holen. Und die bringen dann ihre Expertise mit und ihr Netzwerk und außerdem wird das halt ausgestrahlt in dieser Sendung und das ist ganz viel kostenlose Werbung und alle sind happy. Die Sendung finde ich sehr, sehr cool, hat auch die ein oder andere Kontroverse schon mit sich gebracht, weil es immer wieder in den Medien berichtet wird, oh, der und der Deal. Also die sagen, ey, ich gebe dir 1 Million für 10% und dann sagen die, yes, let's go und dann schütteln die Hände und juhu, alle sind glücklich und am Ende ist es so, dieser Deal kam eigentlich nie zustande, weil dann in genaueren Verhandlungen ist das Ganze geplatzt. Aber das wurde in der Sendung nicht berichtet. So, das kriege ich ganz oft mit. Jetzt hat Nein Marius, auf den wir neulich reagiert hatten, ein Video gemacht. Die dreisteste Show im deutschen TV, Die Höhle der Löwen, Geld versus Moral. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich die Sendung an und für sich eigentlich sehr gut finde. Und abgesehen von dem, was ich jetzt mit den geplatzten Deals angesprochen hatte, bin ich gespannt, ob es sonst noch Dinge gibt, die man sehr kritisch betrachten könnte an dieser Sendung. Heute geht es um die dreisteste Show im deutschen Fernsehen. Heute geht es um Innovation, um Moral und um die dreckige Fratze des Geldes. Heute geht es um die Höhle der Löwen. Mario. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, der seine Videos noch mit echten Kameras dreht. Heute geht es um die Höhle der Löwen. Eine Sendung, deren Originalversion aus Japan stammt, nicht... Echt? Ich dachte, Dragon's Den wäre die Originalversion. Die Amis haben es als Shark Tank geklaut und die Deutschen als Höhle der Löwen. Aha, direkt wieder was dazugelernt. Erste 29 Sekunden. Wie ich irgendwie dachte... den USA, weil das die Most American Show überhaupt ist. Jedenfalls ist sie dort in Japan schon 2001 gestartet, was krass. Direkt der nächste Mindblow ist. Da unter dem natürlich übersetzten Namen Tigers of Money. Das Konzept ging dann um die ganze Welt und wo es in Japan noch Tiger waren, waren es zum Beispiel in Israel, Ukraine und den USA Haie, in UK Shark Tank, in Kroatien und im Libanon Drachen waren es Drachen. Und in Deutschland, Finnland und Kenia sind es eben Löwen. Hingegen in Russland heißt die Adaption dieser Serie einfach nur Kapital. Und mein auch stark. Kurz und knackig auf den Punkt gebracht, worum es geht, oder? Absoluter Liebling. In Österreich hat man einfach komplett auf Tiere verzichtet und nennt die Sendung 2 Minuten. 2 Millionen. Ist halt ein bisschen random, weil ich noch von nur wenigen Deals gehört habe, wo es wirklich um 2 Millionen Euro ging. Ne? Finde ich, hat so ein 90er-Jahre-Vibe irgendwie. Absolut, ja. Man denkt direkt, das ist gefragt, gejagt. Jaha. Das ist eine Gameshow. Die erste europäisierte Version der Show gab es schon 2005 im Vereinigten Königreich. Und trotzdem hat es dann noch 9 Jahre gedauert, bis es in Deutschland gestartet ist. Die Höhle der Löwen läuft hier erst seit 2014. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist... schon immer. Das Konzept des Ganzen ist mega easy und ehrlicherweise ziemlich genial. Es gibt sogenannte Höhlen. Nee, aber sogenannte Löwen. Es gibt sogenannte Löwen, das sind Investoren. Genau, das war gerade Dagmar Wöhr. Das ist Nils, wie heißt der denn mit Nachnamen? Ich vergesse seinen Nachnamen immer. Thorn oder Venture. Die kenne ich nicht. Das ist Carsten Maschmeyer, Bruder. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die sich innerhalb der... Durch die Sendung ist beispielsweise Frank Thelen zu so einem super Mega-Star geworden. Frank Thelen ist euch bestimmt ein Begriff. Frank Thelen kennt ihr safe. Sendung, ein Pitch, eine Vorstellung, eine Präsentation eines Startups für ihr Produkt oder ihr Konzept anhören und dann basierend darauf entscheiden können, ob sie und mit wie viel Geld sie in dieses Unternehmen einsteigen und investieren wollen. Die Löwen sind dabei, die Löwen, nicht die Höhlen. Genau. Richtig. Sind in den vergangenen 14 Staffeln ordentlich durchrotiert. Die bekanntesten ihrer Art sind... Warte, er nennt jetzt Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Jochen Schweizer, Judith Williams und Dagmar Wöhr. Man, Mentalmagier Matti predicted, er sagt diese 5 Investoren jetzt. Wahrscheinlich Frank Thelen, Jochen Schweizer und Carsten Maschmeyer. Okay, 3 von 5. Letzterer ist auch bis heute noch dabei und stand letzte Staffel, Ende letzten Jahres, waren ebenfalls im Line-Up Ralf Dümmel. Achso, oh mein Gott, ich habe Ralf Dümmel vergessen. Bruder, Ralf Dümmel ist einfach der lustigste von denen. Wörl, Nils Glagau. Glagau, so hieß der. Tillmann Schulz, Jana Enstaler und Tijen Unaran.
Die Sendung. Immer okay, letzte drei, vier kenne ich alle nicht. Im letzten Video zur ersten Popstar-Staffel habe ich nicht nur eine raffinierte Andeutung auf dieses Video gemacht, sondern auch herausgearbeitet, dass die Art und Weise, wie diese Sendung funktioniert hat, revolutionär war, dass da mit etwas Geld verdient wurde, mit einer Band, die noch nicht mal fertige Musik hatte. Also dass da quasi der Kapitalismus neu durchgespielt wurde. Und am Ende dieser Leiter der Revolution, obwohl ja Popstars und die Höhle der Löwen in Japan fast zeitgleich gestartet sind, ist es trotzdem irgendwo ein geistiger Nachfolger oder eine noch weiter zu Ende gedachte Version davon. Ja, hier verdient man eben nicht nur mit einer Band Geld, die noch nicht mal eine Band ist, sondern eben auch mit Produkten, die noch keine Produkte sind, durch die Sendezeit und das Werbegeld, das dadurch reinfließt und natürlich in letztlicher Konsequenz auch mit den Produkten, wenn sie tatsächlich echte Produkte sind und werden und verkauft werden und man darin investiert ist. Ja, und das war ein sehr kompliziert formulierter Satz, aber ich glaube, man hat verstanden. Ja, das ist krass. Die Höhle der Löwen hat sich so ein Standing aufgebaut, sag ich mal, dass wenn du in einen Rewe oder so reingehst und da gibt es dann ein Produkt, das aus dieser Sendung kommt, dann ist das da fett ausgestellt mit gestern Abend lief es noch bei Höhle der Löwen, jetzt liegt es hier, so Schlag zu. Und das ist dann auch wirklich so gebrandet, ne? Also du weißt, boah, das ist ein richtig krass innovatives Produkt. Das ist was Neues, was es hier in diesem ganzen Rewe sonst nirgendwo gibt, weil da dieses Siegel drauf ist, pff, Höhle der Löwen. Ist schon krass, die haben sich da richtig Reputation mit aufgebaut, ne? Das ist extrem aufregend, denn auf der einen Seite ist es natürlich völlig offensichtlich eine Dauerbeschallung mit Werbung. Es ist im Grunde eine Dauerwerbesendung. Aber auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch Einblick in ein Geschäft, in Prozesse, die einem so bisher erstmal komplett verborgen blieben. Und das Alleraufregendste dabei ist natürlich, dass du als Endkonsument am nächsten Tag in irgendeinen Supermarkt gehen kannst und die Produkte, die gestern im TV waren, heute kaufen und selber ausprobieren kannst. Ja? Ja, genau das. Das ist unglaublich cool. Wenn wir da bei dieser Casting-Metapher-Vergleichssache bleiben, dann gibt es ja normal nach dem ersten Weiterkommen Recalls, Workshops und Live-Shows. Aber das alles ist bei Die Höhle der Löwen quasi ausgelagert. An dich, an mich, an uns alle. Wir sind quasi der Dieter Bohlen des, weiß nicht, Schimmelschocks 4.0. Naja, mittlerweile steht Die Höhle der Löwen hier in Deutschland vor der 15. Staffel. Mittlerweile kommt das sogar zweifach jährlich und hält sich in der letztlichen Konsequenz natürlich auch quotenmäßig sehr gut. Auch wenn ich mal bescheinigen würde, dass der popkulturelle Peak der Sendung erstmal so ein bisschen hinterherhinkt. Also da habe ich das Gefühl, ging es Mitte, Ende der 2010er dann doch schon höher her. Frank Thelen war plötzlich eine Figur der Popkultur, was er jetzt bei weitem nicht mehr ist. Da muss ich kurz dazwischen, weil ich habe im Schnitt gefunden, dass es auf YouTube ein Video gibt von den Highlights von Frank Thelen bei Die Höhle der Löwen. Und es ist hochgeladen von Frank Thelen. Zum Abschied habe ich von Vox und Sony einen Zusammenschnitt meiner Highlights aus 7 Jahren Die Höhle der Löwen bekommen. Okay, das ist Lust. Warte mal. Er trägt eine schwarze Uhr. Oh mein Gott, ich auch. Warte. Komm, seid ehrlich. Geht durch als Frank Thelen Cosplay, oder? Wisst ihr, wo meine Brille liegt? Die liegt unten, Digga. Wisst ihr, wie viele Kilometer ich jetzt laufen müsste, um diese Brille zu besorgen? 20 Meter. Ich hatte vor 3 Tagen Leg Day. Aber dennoch muss man so fair sein und wahrscheinlich attestieren, dass Die Höhle der Löwen auf Zeit gesehen eine der bedeutendsten Shows im deutschen Fernsehen war und auch immer noch ist. Inhaltliche Auseinandersetzungen gibt es dabei ebenfalls mit der Show. Es ist wohl beispielsweise zu betonen, dass Die Höhle der Löwen nicht wirklich repräsentativ für ein tatsächliches Investor-Startup-Verhältnis ist. Da sind die ganzen Prozesse deutlich langwieriger. Die Pitches finden wohl in deutlich kollegialerer Atmosphäre statt, beim Essen oder bei einem stinknormalen Meeting an einem großen Tisch. Es gibt ausführliche Prüfungen, bevor eine Investition stattfindet, für die verständlicherweise auch in der Sendung an sich natürlich kein Platz ist. Genau, aber das findet dann zum Beispiel nach der Sendung statt. Das ist der Grund, warum so viele Deals dann platzen und gar nicht stattfinden. Weil die dann schon sagen, okay, prinzipiell sind wir an Bord. So, du hast das Investment, let's go. Wir geben uns die Hand, wir hauen drauf dafür. Da schlagen wir ein. Und dann wird ja erstmal genaueres ausgehandelt, genauere Details. Dann wird genauer reingeguckt. Alles an Unternehmensunterlagen, alle Zahlen, alle Daten, alle Fakten. Das will man als Investor natürlich sehen, ne? Wenn du jemandem sagst, keine Ahnung, ich gebe dir 1 Million Euro
Euro dafür, dass mir 20% von deinem Unternehmen gehören, dann willst du natürlich alle Daten und Fakten über dieses Unternehmen haben, die natürlich in so einem Pitch nicht mal eben in, ich glaube, eine halbe Stunde geht das meistens ungefähr. Hatte ich irgendwo mal gehört, dass so ein Pitch eine halbe Stunde bis Stunde geht und das wird dann runtergeschnitten für die Sendung auf 10 Minuten oder so. Klar, in so einer halben Stunde, Stunde kannst du das alles nicht klären. Du kannst nicht 200 Seiten PDF oder 5 Aktenordner oder so durchgehen in einer halben Stunde. Das ist natürlich völlig klar. Und generell ist der Deal bei Die Höhle der Löwen wohl eher als das anzusehen, was in der echten Investorenwelt eine Absichtserklärung für eine Investition ist, wodurch dann eben bei Die Höhle der Löwen öfter Deals platzen. Und das hört man dann im Zusammenhang mit der Show deutlich öfter, weil in der echten Welt solche Absichtserklärungen meistens nicht offiziell verkündet werden. Das heißt, es kriegt auch keiner mit, falls irgendein Deal plötzlich platzt. Dann gab es auch noch eine kritische Auseinandersetzung, auf die ich gestoßen bin, von einem Szeneprofi und Venture Capitalist, zu Deutsch einfach wahrscheinlich Investor. Olaf Jacobi hat über 20 Jahre Erfahrung als Manager, Unternehmer, Investor. Aha. Aha. Der die Höhle der Löwen zum Beispiel dafür kritisiert, dass es eine unrealistische Darstellung ist von Investoren und Start-up-Verhältnissen. Er kritisiert zum Beispiel auch das dargestellte Machtgefälle zwischen Höhlen und Investoren, weist darauf hin, dass... Digga, was ist denn bei ihm mit Höhlen und Löwen und Gründern? Man in so einer kurzen Zeit keine rationale Investitionsentscheidung treffen kann und weist auch darauf hin, dass diese Pitches eben eher Show-Vorführungen sind als eine tatsächliche Darstellung eines Unternehmens, wie es im Auge-zu-Auge-Verhältnis in der tatsächlichen Welt passieren würde. Und die größte Parallele, und weshalb ich das jetzt noch mal kurz betonen wollte, die ich da sehe, ist tatsächlich, dass das generell einfach auch Kritikpunkte sind, die an jede Castingshow ever herangetragen. Klar, es ist halt Entertainment. Du machst natürlich Show, ist ja logisch. Du machst nicht eine Fernsehsendung, die Höhle der Löwen, und da sitzen dann 5 Investoren und 3 Gründer und die sitzen an einem Tisch und da sind so 10 große Aktenordner und schaust denen einfach stundenlang dabei zu, wie sie irgendwelche Zettel sich angucken und irgendwelche Dokumente, weißt du? Ja, ist ja klar, dass da natürlich übertrieben wird fürs Entertainment, ne? Ist ja auch logisch, denke ich mal. Bis hierhin, glaube ich, schockiert das niemanden. Gucken wir mal, weil die dreisteste Show im deutschen TV und hier Geld versus Moral nach einem Drittel des Videos sehe ich davon noch nichts. Gucken wir mal, wie es in den nächsten 2 Dritteln aussieht. Und Atomaris, bezüglich Investment, ich würde gerne wieder investieren für eine Grapefruit-Giraffe. Hast du da einen Code zum Nutzen oder auch andere Tiere für die Sammlung? Oh, Atomaris. Oh, oh, oh. Wenn du wüsstest, was ich für wunderschöne Codes habe. Wie wär's zum Beispiel mit diesen Codes da? Matti5 und Matti10. Wie wär's beispielsweise damit? Oh, sehen die nicht köstlich aus? Oh, Bruder, die sehen richtig gut aus. Oder? Safe wurde, die Prozesse, die normal hinter einem Vorhang stattfinden, in die Öffentlichkeit zieht. Dementsprechend hat diese Kritik innerhalb der Szene auch sicherlich seine Daseinsberechtigung, aber ist am Ende des Tages auch das, was man schon 100-mal gehört hat. Ja. Die Moral. In Folge 1 der vergangenen letzten Staffel Die Höhle der Löwen wird ein Produkt gepitcht namens Aqua. Es ist ein Saft, der aus der Frucht der Cashew gewonnen wird und damit auch den Teil der Cashew nutzt, den wir per se erstmal als Abfall sehen oder überhaupt gar nicht kennen. Sowas finde ich immer cool, wenn Startups das machen. Die nehmen etwas, was sonst gewastet wird und machen daraus dann ein Produkt. Das finde ich unglaublich cool. So minimiert man Verschwendung und Müllentsorgung und so weiter. Und das ist ein Win-Win für alle. Das finde ich prinzipiell erstmal gut. Das Ganze wird von dem Gründer vor Ort in Benin zusammen mit Frauen, die eben eine Cashew-Plantage haben, realisiert und ermöglicht denen eben einen besseren Absatz und weniger Abfälle mit den Sachen, die sie sowieso anpflanzen. Die Löwen sind durch das ganze Panel hinweg begeistert und stellen fest, dass da jemand ein cooles Produkt entwickelt hat, das dazu noch nachhaltig ist und ihnen persönlich auch schmeckt. Investieren tut aber niemand. Das Produkt sei nicht gut zu vermarkten und zu schwer im Einzelhandel zu platzieren, heißt es. Und fernab der Tatsache, dass das natürlich alles Profis sind und wissen, was sie sagen und machen, will ich das Ganze einfach mal in eine Perspektive setzen, um zu sagen, dass da gerade 5 Multimillionäre vor so einem Gründer sitzen, der einfach ein solides Produkt zusammengezimmert hat und dem so sagen, wir haben wirklich keine Ahnung, wie wir dir helfen können. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie völlig offensichtlich diese Absurdität ist, die ich gerade versuche zu erörtern mit diesem... Ja, okay, ich verstehe den Kritikpunkt, dass man sagt, krass, die haben so viel Kapital und können dann nicht mal so für einen guten Zweck so ein Unternehmen unterstützen sozusagen. Da muss ich aber auch einhaken und sagen, gab aber auch schon oft genug Fälle, wo, wenn es dann um kleinere Beträge ging, jetzt nicht so Riesendinger wie, dass man, keine Ahnung, 300.000 Euro investieren muss oder so oder 1 Million, aber wenn
wenn jetzt Unternehmen hinkamen, jo, wir brauchen 50.000 Euro und ihr kriegt gleich ein Drittel dafür, also die da wirklich reingingen und wo es gar nicht so sehr ums Geld ging, sondern um gemeinsam eine Vision erschaffen oder wie auch immer man das formulieren will, da ist es auch schon oft genug der Fall gewesen, dass sie dann gesagt haben, ja komm, so nach dem Motto, für den guten Zweck, warum eigentlich nicht? So, das ist auch oft genug schon vorgekommen, sowohl bei der Höhle der Löwen als auch bei Shark Tank. Mark Cuban ist beispielsweise einer von den Sharks in der Ami-Version, der auch immer wieder reingeht in Deals, die potenziell gar nicht so lukrativ sind, aber na komm, dann habt ihr hier 50.000 und da könnt ihr damit was Gutes machen, warum eigentlich nicht so, ne? Letztendlich sind es eben auch Unternehmer und das Kapital kommt ja nicht von nichts. Das stimmt, aber ich verstehe trotzdem dann noch den Kritikpunkt, ey, du bist so ein krasser Unternehmer, dein eigener Net Worth wird auf, keine Ahnung, 200 Millionen Euro geschätzt und jetzt feilschst du hier rum wegen 50 oder 100.000 Euro für etwas, was mega der gute Zweck wäre. Die Kritik verstehe ich dann auch. Wir haben wirklich keine Ahnung, wie wir dir helfen können. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie völlig offensichtlich diese Absurdität ist, die ich gerade versuche zu erörtern mit diesem kleinen Beispiel, denn innerhalb dieser Sendung, der Show und innerhalb des Systems, in dem das Ganze stattfindet, ist es natürlich völlig normal und völlig nachvollziehbar. Und ja, wenn ich System sage, dann meine ich natürlich unseren bösen Kapitalismus und im Genaueren unsere soziale Marktwirtschaft. Und ohne da jetzt wirklich viel zu weit auszuholen, weil es ein viel zu großes und breites Thema ist, sei nur mal gesagt, dass das Ziel in so einer sozialen Marktwirtschaft natürlich immer das ein und selbe ist. Nämlich erstmal unternehmerisches Wachstum und der damit verbundene finanzielle Gewinn. Und ja, an diesem Punkt ist das Video eigentlich zu Ende, denn im Grunde ist genau das meine Kritik an dem Format Die Höhle der Löwen. Dass es um Gewinn geht, die verstehe ich jetzt nicht ganz, die Kritik. Also in der Sendung, also ja, das hat er ja auch erklärt, das ist klar, es ist logisch. Es ist halt logisch, dass in einer Sendung, wo es darum geht, ich bin ein frisches Unternehmen und ich möchte einen erfahrenen Unternehmer haben, der in mein Unternehmen investiert, damit mein Unternehmen wachsen kann, dass es in dieser Sendung genau darum geht, ist ja jetzt kein Schocker, glaube ich, oder? Ja, aber das war jetzt noch nicht mal das halbe Video. Was kommt denn jetzt noch für eine Erkenntnis hier? Das ist wirklich offensichtlich und völlig klar und deutlich zeigt, wie dieses System dem Einzelnen schadet, ja, oder was heißt schadet. Weil im Grunde werden wir KonsumentInnen da mitten im deutschen Fernsehen einfach irgendwie so für hohl verkauft. Wir machen mal kurz gemeinsam einen kleinen Sprung zurück. Das kann ich jetzt bisher noch nicht ganz nachvollziehen. Ich bin auch etwas verwirrt von seinem Take hier. Zwei der bekanntesten Produkte, die sich durch die Höhle der Löwen am Markt platzieren und nachhaltig auch dort stattfinden konnten, sind zum einen die Ankerkrautgewürze und Gewürzmischungen und zum anderen Y-Food, die solche Trinkmahlzeiten herstellen. Und die fallen für mich persönlich beide in eine ganz klare Rubrik an die Höhle der Löwen Produkten, die so immer wieder vorkommen über die ganzen Staffeln. Ich nenne es jetzt einfach mal so, aber was wenn Produkte. Also wir verkaufen Gewürze, aber was wenn wir sie in kleine Glasbehälter abfüllen und sie ohne Konservierungsstoffe machen? Oder wir verkaufen Proteinshakes auf Milchbasis, aber was wenn wir zusätzlich alle Vitamine der Welt reinknallen und es Trinkmahlzeit nennen? Oder sogar aus der aktuellen Staffel, wir verkaufen Pizzaböden, aber was, wenn er aus Brezelteig ist? Und mein Liebling... Ja, warte. Da habe ich was von mitbekommen. Die habe ich, glaube ich, sogar mal gegessen. Oh. Wir verkaufen Eis. Aber was, wenn es für Hunde ist? Ja, aber das ist doch cool. Das ist ein mega gutes Produkt. Also, wie oft hatten wir das schon hier im... Als wir noch in Berlin gewohnt haben. In Berlin gibt es nämlich eine Hundeeisdiele. Wie cool ist das denn? Im Sommer, du bist mit dem Hund unterwegs. Und ich weiß nicht, wie eure Hunde so sind. Unsere Hündin Pino, die ist ja ein Angsthund. Die kam von der Straße von Bulgarien. Wurde vom Tierschutz eingesammelt. Jetzt ist sie unsere Hündin. So, ihre Angstticks sind ganz weird. Sobald wir das Haus verlassen und sie nicht in ihrem eigenen Revier ist, isst und trinkst sie nicht. Das heißt, bei einer Autofahrt oder so kriegst du sie nicht mit Sachen, die sie mit ihrem normalen Fressen, mit ihrem normalen Dosenfutter oder Trockenfutter oder auch Wasser trinkt sie da nicht. Aber wenn es jetzt was richtig, richtig Krasses ist, das isst sie dann schon während der Autofahrt. Sie wäre jetzt neidisch, wenn ich jetzt irgendwie Beef Jerky essen würde oder so. Das würde sie auch essen. Da denke ich mir, wie cool ist das denn? Dann gehst du in so eine Hundeeisdiele, holst so ein Hundeeis. Sommer, heißer Tag da draußen. Cool, jetzt kann sich mein Hund so ein bisschen runterkühlen und isst dann auch wenigstens mal was unterwegs. Ist doch cool. So als kleiner Snack, warum nicht? Ich find's lustig. Und das klingt jetzt, und ich verstehe das auch, als würde ich mich jetzt über die GründerInnen in der Show lustig machen, aber das tue ich gar nicht, denn im Grunde passen die sich auch nur in gewisser Weise den Marktmechanismen an, die die Höhle der Löwen vorgibt, um ein Produkt irgendwie in gewisser Weise an den Mann oder an die Frau, an das Raubtier zu bringen. Das ist aber eine geile genderneutrale Form, das Raubtier. Der ist mal Butter bei der Fische, Leute. Sowohl
Ankerkraut als auch Y-Food, als auch ganz viele andere dieser Sachen. Mir fällt ein Nagellackhersteller ein, mir fallen Waschmaschinen-Tabs, die da mal waren, ein. Das sind ja alles keine großartigen Erfindungen oder massivste Innovationen. Ja, also die Höhle der Löwen regt nicht zur Innovation an. Ja, das ist nicht FDP die Sendung, wenn auch irgendwie schon. Jedenfalls das Einzige, was die machen, ist eine Nachfrage für etwas erschaffen, wo wir vorher gar nicht so genau wussten, ob wir das eigentlich überhaupt brauchen, und dann sneaken die sich mit ganz konkretem und ganz raffiniertem Marketing einfach in unseren Alltag hinein. Und dazu mal noch ein ganz kleines Beispiel oder ein Gedankenexperiment, ein soziales Experiment. Ankerkraut verlangt zum Beispiel, immer noch eins der geilsten Sachen, für 100 Gramm Zimt- und Zuckermischung 4,49 Euro. Okay, das ist gigadumm. Also, dass Ankerkraut auch Zimt und Zucker verkauft, ist ja mal gigadumm. Also, wofür es halt prinzipiell cool war, sag ich mal, warum auch viele Influencer es zu der Zeit damals krass beworben haben, ist, du sagst, ey, ich bin kein guter Koch, ich habe nicht so viel Erfahrung, ich weiß nicht genau, welche Gewürze funktionieren gut mit Rührei oder welche Gewürze macht man eigentlich an so ein Steak oder so. Und dann holst du dir so eine Ankerkrautmischung, die perfekt ist für Steak oder die Ankerkraut-Rührei-Mischung oder wie auch immer. Und da sind genau die Gewürze, die nach kulinarischer Theorie perfekt zu der und der Mahlzeit passen. Da musst du nicht viel nachdenken, machst das einfach drauf, muss nicht viel drauf haben, nicht viel Erfahrung sammeln. Für sowas ist es halt cool, ne? Wenn es dann auch im preislichen Rahmen so hoch ist, wie wenn du diese Gewürze alle einzeln kaufen würdest, auch. Aber Zimt und Zucker ist halt dumm, Digga. Ganz zu schweigen davon, warum keiner an Influencern mehr wirklich Werbung macht dafür, ist, dass Ankerkraut wesentliche Anteile an Nestlé verkauft hat und die jetzt auch da eine Tochterfirma von sind, sozusagen. Da, finde ich, würde dann dieses Geld versus Moral, da passt das Thumbnail dann natürlich wieder. Rührei-Gewürze gibt es seit 10 Jahren in unserem Edeka. Ja, ich rede jetzt nicht davon, dass Ankerkraut da die krasse Revolution ist. Ich sage nur, dass da prinzipiell solche Gewürzmischungen sinnvoll sind. Oder halt ein gutes Produkt oder so. Aber guck mal, 44,90 Euro pro Kilo. Ich würde es jetzt am liebsten einfach selber raussuchen, aber Marius hat das bestimmt schon gemacht für uns, oder? Das ist ja kein Moralproblem von der Höhle der Löwen, sondern von Ankerkraut. Genau richtig, ja. 5 Gramm Zimt sind und der Rest Rohrzucker. Ich habe mal nachgeguckt, der Kilopreis Rohrzucker im Supermarkt liegt, selbst wenn man jetzt ganz konservativ rechnet, irgendwo zwischen 5 und 8 bis 10 Euro. Und natürlich ist das mega dreist und viel zu teuer. Und auf der anderen Seite, ja, so funktioniert die Wirtschaft. Man kauft Rohstoffe, wertet die auf. Okay, aber er hat Zimt nicht gesagt. Jetzt würde es mich interessieren. 5% Zimt sind da drin. Wenn wir jetzt auf ein Kilo rechnen, sind das 50 Gramm. Wie viel kostet Zimt? Wenn wir jetzt bei Rewe Zimt kaufen würden, wie ist da von so einer normalen Packung der Kilopreis? So, hier sehe ich gerade 100 Gramm Zimt für 3 Euro. Wir brauchen nur die Hälfte davon, also 1,50 Euro. Plus Rohrzuckerpreis. Wenn es wirklich der Beste der Besten ist, dann kostet ein Kilo 3 Euro nur. Dann sind wir bei 4,50 Euro pro Kilo Zimt und Zucker. Bio-Variante, ne? Das ist schon die besten Zutaten. 4,50 Euro das Kilo. Und Ankerkraut verkauft das für das Zehnfache, Digga. Oder was? 8 bis 10 Euro. Und natürlich ist das mega dreist und viel zu teuer. Und auf der anderen Seite, ja, so funktioniert die Wirtschaft. Man kauft Rohstoffe, wertet die auf, verarbeitet die und versucht dann, einen Ertrag zu erwirtschaften und Gewinne zu erzielen. Das ist mir an und für sich schon klar. Das Krasse ist halt nur, in welcher Art und Weise das letztlich geschieht und wie zum Beispiel bei Ankerkraut im Speziellen auch, dass Marketing eine elementare Rolle spielt, weil es zum einen natürlich in diesen Glasampullen oder irgendwie so was drin ist und du natürlich direkt das Gefühl hast, erstens mal, das ist viel edler als alles andere, was da im Regal steht, und zum anderen werden die natürlich ganz stark mit den großen Werbeversprechen assoziiert, mit sie sind so groß, ich muss nachlesen. Sie haben keine Geschmacksverstärker und ohne Zusatzstoffe. Und ich habe mal bei den größten Mitbewerbern geguckt, ist halt genau dasselbe. Es steht halt nur nicht ganz so groß auf der Website. Das ist im Grunde so, als würde ich am Anfang von jedem Video betonen, dass ich meine Videos ja mit echter Kamera filme, nur um damit so halb... Oh mein Gott! Boah, ist das smart! Marius, du bist ein Genie. Also da, an der Stelle leite ich das Video. Habt ihr gesehen, was da gerade passiert ist? Habt ihr verstanden, was hier Brillantes gerade passiert ist in diesem Skript? Digga, das war ja so smart! Yeah. Marius, du bist ein Genie. Halb zu implizieren, dass die Konkurrenz im Gegensatz... Chat sagt nein. Wirklich. Er hat das Video angefangen mit, heute reden wir über
ein Format, welches mit echten Kameras gefilmt wird. Die Höhle der Löwen. Und ich war so irritiert von dieser Aussage. Hä? Wie? Mit echten Kameras gefilmt? Welches Format wird denn nicht mit echten Kameras gefilmt? Und jetzt erklärt er, hier, wir machen Gewürze ohne Konservierungsstoffe, ist zu sagen, wie ich mache Videos mit echten Kameras. Versteht ihr? Er hat einen Kreis geschlossen, er hat einen Bogen gespannt, am Anfang eine Hook gesetzt im Skript und dann hier so nach zwei Dritteln vom Video. Ah, Bruder, oh, oh, so smart. Echter Kamerafilme, nur um damit so halb zu implizieren, dass die Konkurrenz im Gegensatz zu mir das ja eigentlich gar nicht macht. Aber gesagt habe ich damit am Ende des Tages wirklich überhaupt gar nichts. Und nur damit wir das jetzt auch haben, ich will gar nicht in einzelne Produkt-Roasts reinverfallen, aber wirklich, Y-Food ist ja der Überscam einfach. Ich check den Aspekt mit der Zeitersparnis. Es ist jetzt auch nicht so, als würde ich ja Leute verurteilen, die sich... Ich finde Y-Food beispielsweise, also das Konzept Trinkmahlzeit finde ich schrecklich. Ich finde es schrecklich, dass es ein Wort gibt, das Trinkmahlzeit heißt. Bruder, du hast Zähne. Du bist noch kein 90-jähriger Senior, der nicht anders kann. Du kannst dein Essen noch kauen. Warum solltest du es dann trinken, Digga? Nee, das finde ich ganz, ganz schlimm. Zeitersparnis? Guck mal, ich esse gerade einen Proteinriegel. Wenn ich will, habe ich den in einer Minute drin. Vielleicht 30 Sekunden. Dann habe ich ihn wenigstens gegessen. Du willst mir sagen, du hast keine Minute Zeit, um einen Riegel zu essen. Oder eine Karotte oder einen Apfel. Hä? Nee, das finde ich ganz schlimm. Also das Konzept Trinkmahlzeit finde ich richtig dumm. Ich habe es eine Zeit lang ausprobiert und ich fand es schrecklich. Magersüchtige können oft leichter trinken als essen. Aber Mutter von Netflix-Nutzer, da sind wir ja wieder, wie ich mal, ich hatte jetzt das Beispiel vom 90-jährigen Senior genannt. Da sind wir ja wieder bei Einzelfällen. Y-Food wird ja im Millionenbereich vermarktet, als wäre es ein Everyday-Produkt für jeden Otto-Normalverbraucher. Und das ist es nun mal nicht. Ich solche Produkte kaufen, aber mischt euch ein bisschen Proteinpulver in die Milch, gebt eine Banane dazu und ein paar Haferflocken und dann habt ihr mit einer ausgewogenen Ernährung wahrscheinlich wirklich alles abgedeckt, was ihr da wirklich für 5 Euro völlig überteuert in so einer komischen Plastikflasche kriegt. Und ja, erneut, ich verstehe, dass das die sogenannten Marktmechanismen sind, dem sich die Sendung natürlich auch nur ergeben kann. Aber trotzdem ist es mir extrem wichtig zu betonen, in welcher einer ungenierten Art und Weise das dem sogenannten Volk präsentiert wird, wie sie quasi mit sehendem Auge abgezockt werden und die InvestorInnen da auch gar nicht irgendwie so zurückhalten. Also ich weiß nicht, als ich damals das erste Mal die Höhle der Löwen gesehen habe, war das auch irgendwie so mein erstes Gefühl, aber man slidet dann so in diese Show rein und lässt sich natürlich auch von dem absolut vorhandenen Unterhaltungsfaktor einlullen und hinterfragt gar nicht mehr, dass man in dieser Sendung nicht mal mehr einfach ein Zuschauer ist, der unterhalten werden soll, sondern man ist einfach wirklich nur noch ein Konsument ohne Gehirn, der quasi am besten nach der Show wie ein Zombie gesteuert in den nächsten Supermarkt rennen soll, um zu konsumieren. Das ganze System und die Sendung wird dann aber an manchen Stellen, finde ich persönlich, immer noch ein bisschen zynischer. Denn hin und wieder schaffen es auch Pitches in die Sendung für ja, medizinische Produkte oder ich sag mal im weitesten Sinne Healthcare. In der letzten Staffel gab es zum Beispiel eine Vaginalcreme, die wohl mutmaßlich eine sehr gute Zusammensetzung haben soll und hole ich mir da Abhilfe schaffen könnte für Frauen. Oder brauche ich. Es gab auch so Windeleinlagen, so eine Art Tücher, die wohl wirklich besonders hilfreich und schonend sind, um Ausschläge zu lindern oder vorzubeugen. In dieser Region brauche ich auch. Und sollte sowas eben. Und mal angenommen, diese ganzen Produkte sind wirklich immer diese Revolutionen, als die sie meistens auch von den GründerInnen angepriesen werden. Warum muss ich dann letztlich als Zuschauer vorm Fernseher sitzen und dabei zuschauen, wie diese reichen Menschen darum feilschen, wie viel Geld sie am Ende des Tages mit der Gesundheit von mir als letztlichen Konsument oder den Babys oder irgendwie sowas machen können? Naja, ich weiß nicht. Irgendwie in dem Video, Marius, da fühle ich die Takes nicht so, die er hier äußert. Seine Meinungen dazu. Irgendwie, ich sehe das halt anders, aber das kommt auch daher, dass ich halt selber auch Unternehmer bin, ne? Aber wenn ich eine Mega-Lösung für ein riesiges Problem biete, das die Menschheit seit langer Zeit hat und ich bin die Lösung, mein Produkt löst dieses Problem, dann ist mein Unternehmen, also dieses Produkt, hat dementsprechend Wert. Und zwar viel Wert. Je mehr Menschen ich helfe, von je mehr Menschen ich Probleme löse, desto mehr Wert biete ich der Menschheit ja. Und deswegen finde ich es völlig berechtigt, dass man dann darüber diskutiert und dafür einsteht, ey, nee, meine Firma hat den und den Wert. Ne? Also wenn ich jetzt ein Medizinprodukt habe, ich löse das Problem. Oh, ganz dummes Beispiel, keine Ahnung, ich gehe jetzt zur Höhle der Löwen und pitche, ich habe das Heilmittel für Krebs, weißt du? So, dann löse ich damit ja riesige Probleme von Millionen und Milliarden von Menschen und mache die Welt damit ein Stück weit besser. Dann finde ich, verdiene ich es auch, dass meine Firma, mit der ich das Heilmittel für Krebs entwickelt habe, viel wert ist. Und wenn dann irgendein Dulli sagt, ich gebe dir 100.000 Euro für 30% deiner Firma, dann sage ich doch auch, Arschlecken, Digga, ich habe gerade 3 Milliarden Menschen das Leben gerettet.
Tipp findest du nicht, dass meine Firma mehr wert sein sollte als, keine Ahnung, ein Apfel und ein Ei. So, ne? Deswegen, da finde ich es dann auch völlig berechtigt, dass man gerade auch in solchen Fällen dann über den Firmenwert diskutiert. So funktioniert das halt, ne? Sowohl von Investoren als auch von Gründern wäre es dumm, über bzw. Gegenseite Unterwert sich da zu verkaufen. Deswegen, den Tag fühle ich auch nicht so ganz. Also bisher, finde ich, ist der Titel Die dreisteste Show im deutschen TV ein bisschen weit hergeholt, oder? Wie findet ihr das? Also labert mir jetzt bitte nicht einfach eins zu eins nach. Denkt bitte auch selber drüber nach und bildet euch da eure eigene Meinung, ne? Aber deswegen würde mich interessieren, wie ihr das seht. Vielleicht seht ihr das ja anders als ich, aber ich weiß nicht, ich würde da jetzt so argumentieren, wenn ich jetzt hingehen würde und meine Kartenmarke Somnium Cards pitchen würde und sagen würde, ich will da jetzt einen Investor für haben, dann würde ich mich ja auch nicht für dumm verkaufen lassen, weil ich weiß, ey, meine Firma hat nun mal einen bestimmten Wert. Ne? Das widert mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen an, aber hey. Ja, das sehe ich halt anders. Der freie Markt wird's wohl irgendwie regeln. Die gute Seite. Damit wir uns an dieser Stelle des Videos wirklich nicht völlig falsch verstehen, wäre es mir wirklich nochmal wichtig, einfach kurz zu erwähnen, dass die Sendung absolut genial ist. Also sowohl in seinem Unterhaltungsfaktor als auch in der letztlichen Tatsache, dass Kapitalisten nur noch mehr Geld, dass sie noch mehr Kapital akkumulieren. Ja, auch was für die Akademiker hier dabei. Und davon ab gibt es ja sicher auch, und das ist ja auch verbrieft, Startups und GründerInnen, die anhand und durch diese Sendung letztlich ordentlich Kohle gemacht haben und ein richtig geiles Geschäft aufbauen konnten oder das Ganze veräußert haben oder so und dadurch fucking Millionäre wurden. Und wisst ihr was? Ich gönn das denen. Ich finde das okay. Millionäre tun mir erstmal nichts. Meine Feinde sind, wenn dann, die Investoren oder natürlich das System. Mein Feind ist natürlich immer das System. Aber dennoch ist die gelebte Realität dieser Startups und der Produkte eine völlig andere. Man hat das Gefühl, auch wenn ich nicht alle 14 Staffeln gesehen habe, hat man nach 14 Staffeln, sogar nach den weniger Staffeln, die ich gesehen habe, irgendwann alles mal erlebt. Das stimmt, ja. Deswegen, ich hänge zum Beispiel häufig dann in so Phasen, wo ich dann so von Shark Tank, da sind eigentlich, ist so ziemlich alles eigentlich auf YouTube kostenlos schaubar. Von Höhle der Löwen halt nicht, die sind dumm, die haben es nicht gecheckt. Also die kriegen mich nicht als Kunden. Ich werde jetzt nicht irgendein Dreck-Streaming-Abo abschließen, nur um Höhle der Löwen zu gucken. Aber Shark Tank-Sachen kann ich halt kostenlos auf YouTube gucken. Aber ich habe so Phasen, da gucke ich das. Das ist dann so ein, zwei, drei Wochen. Da gucke ich dann gefühlt jeden Tag Shark Tank, aber dann noch wieder ein halbes Jahr nicht. Oder ein ganzes Jahr nicht, bis ich dann wieder so eine Phase habe. Weil man hat halt gefühlt irgendwann alles gesehen. Dann gibt es immer irgendwelche Scam-Produkte, wo Mark Cuban dann sagt, das ist ein Scam-Produkt, kauf das nicht. Dann hast du irgendwelche Lebensmittel, Getränke, du hast Hygieneprodukte, Medizinprodukte, du hast irgendwer, der dir verspricht, mit meinem Produkt kannst du besser schlafen, besser kacken, wie auch immer. Irgendwann hast du das gesehen. Dann hast du es gesehen, dass alle Investoren sich prügeln um einen Teilnehmer. Dann hast du gesehen, dass die Investoren ihn alle beleidigen als Scammer und so weiter. Also gefühlt alle Fälle hast du irgendwann mal durch. Ja, da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Aber nach einem Jahr hast du halt irgendwann wieder Bock drauf. Es sind eben keine großartigen Revolutionen oder neuartige Produktweiterentwicklung. Es sind in den meisten Fällen eben genau das, was ich eben gesagt habe, nämlich diese Aber-was-wenn-Produkte. Ich glaube, genau. Da würde ich auch mal gern euren persönlichen Gründergeist in den Kommentaren sehen wollen. Such mal irgendwas, was um mich rum steht und formt daraus ein Aber-was-wenn-Produkt. Ein Strohhalm, aber was, wenn es Tabletten gibt, die man oben reinstecken kann, die den ganzen Vitaminhaushalt für den Tag decken. Naja, also mir wird wahrscheinlich kein Grund. Ja, aber wenn wir beim Strohhalm bleiben, aber was wäre, wenn er deinem stillen Getränk Kohlensäure verleiht, während du dran saugst? Oder ein Strohhalm, aber was wäre, wenn dieser Strohhalm das Wasser, das du trinkst, filtert, sodass verschmutztes Wasser plötzlich in Regionen, in denen es kein sauberes fließendes Wasser gibt, plötzlich klar trinkbar ist? Ja, und da sind wir dann ganz schnell wieder an einem Punkt, naja, nicht alle, die Teil des Kapitalismus sind und nicht alle, die ein Unternehmen haben, sind gleich böse, oder? Aber vielleicht aus euch. Eure Chance auf die nächste Staffel, die Höhle der Löwen, ist jetzt in den Kommentaren. Na, jedenfalls habe ich jetzt nochmal so 4 bis 5 Folgen der aktuellsten Staffel geschaut, neben den ganzen, die ich früher immer mal wieder geguckt habe. Und ich fand, am Ende des Tages waren für mich jetzt 2 coole Produkte dabei. Und die hatten beiden denselben Background, nämlich sind entstanden aufgrund von jahrelanger praktischer Berufserfahrung. Und zum einen gab es einfach so einen korrekten Malermeister, der seit 15 Jahren an einem Anti-Schimmel-Produkt rumgedoktert hat und jetzt mit der 4. Version erst in die Sendung gegangen ist und damit einen Deal ernten konnte. Schimmelschock 4.0 gibt es jetzt wahrscheinlich überall zu kaufen. Und das andere waren 2 Söhne eines Dönerladenbesitzers. Mhm. Die haben eine Alternative zur Alufolienverpackung des Döners erfunden. Erster hat, wie gesagt, okay, die gekriegt, die Dönertüte nicht, weil die Löwen keine Verbindung in die Verpackungsindustrie hatten. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Fazit.
Nur in den paar Folgen, die ich jetzt nochmal geguckt und auf dem Schirm habe, gab es mehrfach Beispiele dafür, dass im Korsett dieser Sendung und dieses Systems kein Platz für Ethik und Moral ist, wenn es darum geht, eine gewinnorientierte Investition zu tätigen. Boah, das habe ich jetzt aber eigentlich nicht so rausgehört, wie er wahrscheinlich wollte, dass ich es raushöre aus dem Video. Ist jetzt eine super feministische App, die frischen Müttern dabei helfen soll, wieder in den Arbeitsalltag reinzufinden, indem sie von zu Hause selbstständige Tätigkeiten in der App finden und ausüben können, die dann von der emanzipierten Investorin Tijen hochgelobt wird und die will unbedingt darin investieren, aber letztlich hängt es dann doch am 0,5%, ob das Invest zustande kommt oder nicht. Also wirklich mega feministisch. Das ist eben die super einfache Tatsache, dass Produkte und Ideen in dieser Sendung selbst immer wieder abgelehnt werden, aufgrund der Tatsache, dass die großen Player diese Idee ja direkt kopieren könnten und dann kann man das Startup sowieso einstampfen. Das sind Momente, in denen man eigentlich denkt, die Sendung entblößt sich gerade irgendwie ein Stück weit vor dem eigenen Publikum. Bis das eine Beispiel jetzt, das fand ich wieder gut. Da bin ich bei Marius. Einem dann einfällt, dass wir halt alle so sehr gewöhnt daran sind, dass Ethik und Moral in der Marktwirtschaft einfach so eine untergeordnete oder zynisch gesagt gar keine Rolle spielen, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen. Ihr dürft da gerne mal bei Ankerkraut und Y-Food nachfragen, aber denn letztlich, und das betone ich gerne nochmal, wollen sowohl die Löwen als auch der Sender, als auch die Produktionsfirma und die Startups und GründerInnen selbst, das eint sie letztlich doch alle. Dann gibt es doch nicht so ein großes Machtgefälle, dass wir einfach zombie-mäßig als Konsumenten erst die Sendung glotzen und dann in den Markt rennen und merken, dass unsere Nachfrage nach einem Produkt, das wir vorher noch nie gekannt haben, so groß ist, dass wir jetzt plötzlich Eis für unseren Hund brauchen. Ja, aber da bin ich wieder nicht bei ihm. Da hat er mich wieder verloren. Nee, der Konsument ist nicht immer gleich ein dummer Zombie, der nicht nachdenkt, aber wir alle brauchen nun mal Dinge, haben Probleme, die gelöst werden von Unternehmen, haben Nachfrage nach bestimmten Produkten und wenn es auf diese Art und Weise uns Produkte vorgestellt werden, von denen wir nicht immer wussten, dass es sie gibt, aber die nun mal total cool sind und ein richtig cooles Problem lösen, dann finde ich es überhaupt nicht schlimm. Da fühle ich mich nicht wie ein dummer Konsument-Zombie, sondern denke mir, krass, wie cool ist das, dass es Leute gibt. Ich habe zum Beispiel selber eine Idee gehabt und Achtung, ich nenne sie euch jetzt kostenlos. Irgendwer da draußen macht folgendes Problem. Wenn ich an einem regnerischen Herbst- oder Wintertag, ja, deutscher Winter ist ja eigentlich immer nur Matsch, so, an einem matschigen Tag, wo draußen Matsch ist, sagen wir mal so, wenn ich da mit meinem Hund Gassi gehe und wieder nach Hause komme, dann hat mein Hund richtig dreckige Pfoten. Und wenn er direkt losrennen würde ins Haus, wäre das ganze Haus dreckig. Klar, kannst du jetzt einfach einen Lappen nehmen und jedes Mal deinem Hund seine Pfoten sauber machen. Klar kannst du das machen. Aber, jetzt kam meine Idee, wie wär's, wenn mein Hund, wie so Hufeisen beim Pferd oder so, so kleine, nee, nicht Gummistiefel, Schuhe, Hunde hassen Schuhe. Es gibt Schuhe für Hunde, die sind scheußlich. Das ist kacke, weil der Hund dann nicht mit seinen Duftdrüsen seinen Duft verteilen kann. Er kann nicht mit den Krallen kratzen und so weiter. Aber, nee, auch Socken nicht. Nein, nicht Hundeschuhe. Mann, hear me out. Hör mir doch erstmal zu. Nur für die Sohle von der Pfote, so ein Aufsatz, wie so ein Hundehufeisen, genau, die man dann drauf macht. Der Hund kann draußen trotzdem mit seinen Drüsen seinen Duft verteilen, kann kratzen mit seinen Krallen und so weiter. Hat das normale Feeling, es fühlt sich nicht kacke an für den Hund und dann nimmst du die einfach ab und spürst sie ab. Keine gute Idee? Ich finde, es ist voll die gute Idee, Digga. Ich finde, es ist eine richtig gute Idee. Seid ehrlich. Jetzt mal als Beispiel. Sind wir jetzt mal bei diesem theoretischen Beispiel, ja? Angenommen, ich löse jetzt mit einer Idee das Problem, das viele da draußen haben, dass, wenn der Hund vom Gassi wiederkommt, dass das ganze Haus dreckig macht. Klar, kann man mit dem Lappen und bliblablub, aber bis dahin ist er ja schon weg, manchmal, wenn du einen schlecht erzogenen Hund hast. Wenn ich jetzt ein Problem löse, das viele, viele Menschen haben und von dem viele, viele Menschen gar nicht wussten, dass es dieses Produkt gibt, das ihr Problem löst, dann ist das doch eine gute Sache. Das, was Marius jetzt als dann wie Zombies Konsumenten losrennen, einkaufen, blablabla betitelt, das muss doch gar nicht immer was Negatives sein, finde ich zumindest. Es ist sensationell. Ja, und das Positivste daran wäre am Ende des Tages wahrscheinlich, dass solange so eine Sendung im Fernsehen läuft, ganz gut daran festmachen kann, dass der sogenannte freie Markt weder frei ist, noch irgendwelche gottverdammten Innovationen fördert. Ja, also wenn endlich das Flugtaxi in die Höhle der Löwen ist, dann glaube ich an den freien Markt. Und bis dahin glaube ich nur an eine Sache, nämlich, dass die Zahl meiner Abos stetig steigen muss. Leute, wir sind von den 20.000. Ja, das ist krass. Ich habe es vorhin gesehen. Marius hat über 20.000 Abos. Ich freue mich über jeden, der dazukommt. Es ist wirklich mega krass und crazy und ich bedanke mich ganz herzlich. Bleibt dem, der seine Videos mit echter Kamera filmt, treu und schaut auch auf die echten Bilder auf Instagram vorbei. Am Mittwoch gibt es wieder einen Stream, 18 Uhr auf Twitch. Wir sehen uns. Ich hab...
genau 18 Leuten von euch lieb. Ihr dürft gerne auscappen. Okay. Ich gehöre zu den 18. Nee, also abschließend muss ich sagen, das war jetzt ein Video, so abseits von den Videos, die ich bisher von Marius gesehen habe, das habe ich jetzt weniger gefühlt. Also da bin ich weniger seiner Meinung bei den ganzen Takes, die er jetzt hier geäußert hat. Was ja nicht schlimm ist. Ne? Das ist ja das Gute daran, dass man diskutiert und debattiert und seine Meinung äußert als Meinungsblogger. Naja, so kann ich als Meinungsblogger meine Meinung zu seiner Meinung äußern. Ja, also das ist ja gut, dass man sich da so austauscht. Aber wie gesagt, meine Meinung, die ich von der Sendung Die Höhle der Löwen habe, hat dieses Video jetzt nicht geändert. Ich finde, es ist trotzdem eine gute Sendung. Klar geht es um Geld und klar ist der böse, böse Kapitalismus schuld, dass böse, böse Menschen böse, böse Dinge für ganz viel Geld und Macht tun. Völlig logisch, aber das ändert ja nichts daran, dass neue Unternehmen und Leute mit neuen Ideen und selbst wenn es auch nur eine neue Variante von einer alten bestehenden Idee ist, dass das erstmal nichts Negatives ist, finde ich. Das ist mein Abschlussstatement dazu. Und in der letzten Reaction auf Marius hat über Mario Barth berichtet und aufgedröselt, warum dieser ziemlich frauenverachtlich ist, warum das Ganze so ist, das erfahrt ihr in dem Video. Schaut es euch gerne an und viel Spaß.